Jo, hallo Leute. So, heute Dienstag, 31.01.2023. Und ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen gut ist jetzt von dem Film. Ich glaube, erst gestern habe ich ja Headset gehabt. So, und zwar, am Anfang ging es los, eine Kommissarin als Zeugin war nicht da. Die wurde dann noch schnell eingeladen und war dann später nachher da. So, dann gab es drei Leute, die Zeugen aus einer Familie, die auch gehört werden sollten. Die haben schriftlich über den Rechtsanwalt abgesagt, dass sie keine Zeugenaussage machen, weil sie ja auch beschuldigt sind in einem anderen Verfahren. So, dann ganz großes Thema war die Einlassung von der Frau Habig, die Einlassung. Und zwar hat sie dann so erzählt, also 2000 hat sie den Herrn Dr. Habig kennengelernt und dann 2001 circa oder 2 hat sie angefangen in der Arztpraxis zu arbeiten. Kannst du ein bisschen weniger Luft machen hier, dass es ein bisschen leiser ist? So. So. Dann hat sie noch geschildert. Ihr Mann ist Arzt aus Leidenschaft. Er hat vielen Patienten geholfen, die bei Standardärzten hoffnungslos aufgegeben haben, schon mit der Krankheit. Und ja, ab August hat sie dann mitbekommen, beziehungsweise hat so, ja, dass ihr Mann auch bei einigen Patienten, gerade bei denen, die schwere Krankheiten haben, Impfbescheinigungen ausstellt, obwohl nicht geimpft wurde. So. Sie hat immer oft dann die Anamnesebögen überreicht für die Impfung. Und sie hat auch die Spendenbox ausgeleert und hat dann von den Geldern aus den Spendenboxen Impfpässe gekauft und Mittagessen und Büromaterial. Geld aufs Konto wurde nicht eingezahlt. Sie hatte nachher später mal erwähnt, dass sie ja die Impfpässe bestellt hat und das vom Konto bezahlt wurde. Und sie hat gesagt, dass denen die Gefahr bewusst war, dass das auffallen könnte und die dafür möglicherweise bestraft werden. Und sie weiß dann eben auch, dass viele Leute dann kamen, weil die hatten sonst immer 18 bis 20 Patienten und dann bei den Impfungen waren dann mehr Patienten. Da hat sie aber nicht die Anzahl gesagt, soweit ich das mitbekommen habe, dass dann viele gekommen sind, nur wegen den Impfungen. Bei den Anrufen hätten die Patienten aber dann so gesagt, dass sie nur natürlich behandelt werden wollten, also mit den Naturverfahren. Es gab so viele Anrufe, dass die nicht mehr ans Telefon gegangen sind, weil das auch gar nicht ging. Also die konnten nicht alle mit allen sprechen und die haben dann konnten auch keine Termine mehr annehmen. Und die brauchten das Telefon ja auch, um Anrufe zu tätigen. Ja, genau. Die Patienten hatten beim Telefon aber nie nach Impfpass gefragt, Fake-Impfung gefragt, sondern haben nur gefragt nach naturheilpraktischer Behandlung. Patienten, die einfach so gekommen sind, hat sie teilweise weggeschickt oder mussten nochmal eine Runde irgendwie draußen rumlaufen und warten. Ja, in der Spendenbox hatte sie gesagt, dann zu den Hochzeiten, wo viele durch die Impfung gekommen sind, hatte sie so 200 oder mal 250 Euro am Tag. Impfpässe hat sie mehrere Bestellungen gemacht. Sie hat da geredet von mal 350 Euro, mal 650 Euro oder so in der Größenordnung, je nachdem, wie viele Impfpässe
bestellt werden. So, was ist mit dem Impfstoff passiert? Dazu konnte sie keine Aussage treffen. Es ist so, dass durch die Impfungen dann so viel Patienten waren, dass die eine 450-Euro-Kraft eingestellt haben und dann auch noch eine Praktikantin hatten. Die 450-Euro-Kraft hat dann mitgeholfen bei Buchhaltung und den Ordnern und den Krankenakten. Und sie hat gesagt, dass ja, die Patienten haben geheult, beziehungsweise haben standen stark unter Druck und so weiter, und sie und ihr Mann wollten den Patienten helfen. Es wurde auch allgemein gefragt, was sie selber von der Corona und den Impfungen hält, und dazu hat sie sich nicht geäußert. Der Masseur hatte wohl mal gesagt und auch sie angesprochen, dass die observiert werden. War eine Frage gewesen, gab es Patienten, die erst eine echte Impfung erhalten haben und dann keine zweite und dann eine Fake-Impfung? Da kam die Aussage, ja, Johnson & Johnson, aber dann keine mehr. Da gab es wohl mehrere von. Und so. Dann kam noch, dass da nicht irgendwie ganz die Aussage zupasst. Also die Richterin war irgendwo, gab es immer diese Sachen so. Die Richterin hat immer gesagt, ja, wir müssen jetzt doch mehrere Zeugen noch hören, weil die wollten sich eigentlich mehrere Zeugen sparen. Aber da es nicht ganz klar ist, irgendwie wann Salz gegeben wurde oder wann der Beginn war, dass das nicht zu der Aussage des Angeklagten gepasst hat. Deshalb weitere Beweisaufnahmen. So. Zur Person von Frau Habich dann in Marokko geboren, 73, 74 nach Deutschland gekommen, mit 8 Jahren dann in die erste Klasse eingeschult worden, deswegen war sie immer nachher ein bisschen älter gewesen, hat aber sehr schnell Deutsch gelernt, und sie ist die 6. von 9 Kindern. Ihr Vater hat bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet. Sie war in der Grundschule gewesen dann hier in Deutschland, also die 4 Jahre und so weiter, Hauptschule, und ist nach 9 Jahren abgegangen. Hat dann erst eine Friseurausbildung gemacht, dann hat sie da aber Probleme gehabt wegen den Chemikalien und ist dann, hat im Bereich der Gastronomie gearbeitet und hat da auch einmal hier beim Steakhouse gearbeitet und hat nachher die Leitung auch übernommen und dann da im Büro gearbeitet in der Gastronomie. Sie hat 3 Kinder, 2 Jungs, ein Mädchen, hier von 88, 1990 und von 99. Und ja, hatte 2 Kinder von einem Mann vorher ohne Ehe, dann ein Kind mit Ehe von 93 bis 96 und dann wieder geschieden und ab 2007 verheiratet mit dem Herrn Dr. Habich hier. Und die Praxismitarbeit ab 2002. Sie hat zurzeit einen Teilzeitjob im Büro und eine neue Wohnung. So, jetzt gibt es auf dem Konto, es wurden wohl mehrere Praxisgeräte jetzt innerhalb dieser Zeit angeschafft, auch auf ihren Namen. Und da gibt es jetzt Schulden ungefähr von einigen 1.000 Euro wegen der Geräte, die da wohl gemietet sind und die ihren Preis haben. So, das sind die Sachen, die ich mir dazu notiert habe. Ich habe ein paar Details jetzt nicht gesagt. So. Dann gab es Zeugen, hier ein Medizinprodukteberater, so, der auch ein eigenes Strafverfahren am Laufen hat. Der hat gesagt, er wurde geimpft mit Johnson & Johnson relativ spät, im Dezember. Wurde auch spontan, also ist einfach hingegangen ohne Termin, musste dann
Na klar, wie die anderen auch warten. Und ihm wurde bei der Hausdurchsuchung gesagt, dass er Kochsalz bekommen hätte. Das wurde ihm quasi von den, die die Razzia gemacht haben, von den Polizisten eingeredet. Die Polizei hat ihm Blut abgenommen und da hatte die bei der Razzia, also eine Woche später nach der Razzia, und die, da weiß ich noch, die Staatsanwältin hat gesagt, es wurden bei ihm keine Antikörper gefunden. Und er wurde vom Herrn Habich aufgeklärt, dass man da auch bei der Impfung Thrombosen bekommen kann. Das habe ich mir notiert. Ja. Dann kam noch die Zeugin, die Polizistin, die scheinbar die Einladung nicht gekriegt hat zum Gericht. Dann hat sie ja auf so eine sofort, kam sie in Zivilklamotten rein. Die hat mit die Durchsuchung gemacht. Und die hatten vorher auch die Praxis observiert und haben festgestellt, dass da Leute immer Gruppen rausgekommen sind, die dann Impfpässe in der Hand hatten. Und dann haben sie eine Durchsuchung gemacht am 21.01. Da hat sie, die Polizistin hat die Räumlichkeiten beschrieben. Sie hat so Details gesagt wie Impfstoff war im Tresor, massig Einwilligungserklärungen, kistenweise Einwilligungserklärungen haben die dann da rausgeschleppt und einige Chargenaufkleber von Impfstoffen. Sie hat auch diesen Post-it-Zettel, diesen berühmten gesehen, den ich schon erwähnt habe in dem letzten Film. Da stand ja ungefähr so drauf, hier, ich spritze Ihnen jetzt Salzlösung, bitte nicht darüber sprechen oder so. Das stand irgendwie auf dem Zettel ungefähr. Sie hat ihn auch gesehen. Sie hat auch geschrieben, also dass die haben die Hausdurchsuchung nicht erwartet, sondern waren überrascht. Und ja, es wurden auch dann Lichtbilder gezeigt. Die sollten wohl auf dem Beamer drauf, aber das mit der Technik hat nicht geklappt. Die hätten da Marona gemacht. Die ganze Zeit waren da schon Leute dran gewesen. Also im Vorfeld immer, wenn Pause war oder ganz am Anfang. Und die wurden aber nicht auf dem Beamer gezeigt, die Fotos. Scheint nicht geklappt zu haben. Da ist vielleicht interessant, dass da wohl Broschüren waren. Einmal eine mit dem Text finde deinen Frieden mit dem BRD-System und unbegründete Corona-Panik. Das waren Überschriften von Broschüren. Aber wahrscheinlich noch mehr andere Broschüren, aber das ist jetzt, was ich mir hier gemerkt habe. Dann war noch, dass die eine... weil die noch Zeugen haben wollen, die kurzfristig laden wollen, dass die da, die Richterin nennt das dann Wachtmeister, also Wachtmeister losschicken, die dann Ladungen verteilen. Also das stelle ich mir so vor, dass dann die Polizei direkt dahin geht und das übergibt und dann sagt ihr heute oder morgen Ladung, um Zeugen zu bekommen. Interessant ist, dass dann sich der Herr Habich gemeldet hat und die Aussage von seinem Rechtsanwalt in Absprache nochmal mit den anderen Rechtsanwälten korrigiert hat. Und zwar ist das das, was ich auch in dem vorletzten Film und im letzten Film auch nochmal drauf eingegangen ist, dass die sich kategorisch darauf festgelegt haben, ab Juli, August keine echte Impfung mehr durchgeführt zu haben. Davon sind die jetzt zurückgetreten und sagen, dass eigentlich, also dass das sicher nur gesagt werden kann, eine Woche vor der Durchsuchung. Eine Woche vor der Razzia bei ihm wurden keine echten Impfungen mehr durchgeführt und davor war es immer noch gemischt mit auf jeden Fall einem geringen Anteil auch echte Impfungen. So, das ist ja eine richtige Wendung in dem ganzen Prozess, finde ich, weil dann wurde da. Und er hat gesagt, wichtig ist ihm, dass er immer auf die Wünsche seiner Patienten eingegangen ist. Also, und er hat auch keinem ohne das Wissen der Patienten
diese Salzlösung gespritzt. Das ist alles immer so, hat er das gemacht für seine Patienten, wünschte seine Patienten, das hat er so ausgesagt. Als sie da bei dem, die Staatsanwältin hat ja nochmal, ist auf Details eingegangen aus den Untersuchungsergebnissen der Blutuntersuchung von zwangsweise abgenommenen Menschen da, die diese beim Dr. Habich waren in der Dings und dann hat sie von Spike Antikörper und Nucleocapsid Antikörper gesprochen, die es wohl beide geben soll. Also diese, wenn ich das jetzt, ich würde mal sagen, es gibt diese Spike und die, ja, und beide können die wohl messen, wenn die da Blut abnehmen. Und dann nochmal auf den Zeugen, weil der Zeuge da keine Rolle hatte. So. Dann hat der Herr Habig auch nochmal, Dr. Habig auch nochmal das Mikrofon genommen und hat ausdrücklich gesagt, das höchste Gut ist das Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten. Ja, also dass er nicht ohne Wunsch Kochsalzlösung gespritzt hat. Und es waren auch immer noch welche dabei, die auch die richtige Impfung haben wollten. Und das war das Missverständnis, wurde dann aufgeklärt. Es gab den Zeitpunkt, wo er nicht mehr auf Erkrankung geprüft hat. So, und das war jetzt wohl irgendwann da im August gewesen. Da hat er nicht mehr auf Erkrankung geprüft. Und wenn er den Menschen, die bei ihm waren, keine Impfung gegeben hat, sondern nur die Impfung bescheinigt. So. So, dann kamen noch einige Zeugen. Ja, der eine konnte kaum so Deutsch sprechen und dann deine Frau konnte noch schlechter Deutsch sprechen und er hat aber dann Aussage verweigert. Sie konnte nicht, hatte nicht verstehen. Da gehe ich mal davon aus, dass sie aber auch die Aussage verweigern wird, weil die steht da so, er macht da alles für sie, so kam mir das vor. Dann war noch eine Frau da, die hat auch keine Aussage gemacht. So, dann jetzt sind wir schon am Ende hier mit meinen Zetteln. Das Wichtigste, der Termin am Freitag, der fällt aus. Am 3.2.23 fällt aus. Und der nächste Termin ist dann morgen, der 1.2.23 um 9 Uhr. Bis dann. Tschüss.